Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk. Wir haben gegen Buck den Boxkampf gewonnen. Und jetzt haben wir hier noch zwei Quests. Aber wir wollten erstmal Sachen verkaufen. Und steigen wieder in unser schmuckes Auto. Ist das nicht ein Prachtfahrzeug? Also... das nenne ich doch mal ein Auto, wa? Yeah. Was? Okay. Okay, ich muss das los. Ach, ja. Ja, ich muss auch einiges loswerden, und zwar das. Ich überlege wirklich, ob ich diese Waffen überhaupt behalten soll. Oder ob ich die nicht ganz einfach, ganz simpel verkaufe. Oh, was hier denn? Das sind zwei legendäre. Das ist, warte mal, das ist ikonisch legendär? Nee. Oh, ich bin gerade blind. Nee, falsche Seite geguckt. Ich dachte gerade. Halleluja. Das wäre es ja gewesen. Ein wenig Alkohol. Ein wenig Alkohol. Dieses Rattern im Hintergrund geht mir manchmal doch ganz schön auf den Gags. Muss ich leider so sagen. So, immerhin haben wir wieder 61.000 und ja, ich lasse das Auto stehen. Das ist langsam ein bisschen lästig. Also, ist eine schöne Knutschkugel. Aber, naja, es ist halt eine Knutschkugel. Und wir fahren jetzt hier runter. Eigentlich müssten wir so gut hier immer noch drei Aufträge. Ich weiß nicht mal, wo diese drei Aufträge sein sollen. Mal gucken. Okay, hier haben wir zwei Aufträge. Aber ich habe doch noch... nee, fertig. Fertig. Auch mit Richie sind wir fertig. Rooch hat noch... hier, du bist... ja, eigentlich haben wir doch nur noch dich und... dich. Ah, hier ist auch wieder einer. Ah, okay. Perfekt. Dann auf, auf. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, der fährt sich so viel besser als der Weiße. Jo, ich habe Arbeit für dich. Yeah, yeah. Konzerne nennen es Liquidierung menschlicher Posten. Was im Prinzip heißt, jemand muss sterben. Die Bezahlung ist gut, aber das hat seinen Grund. Das Ziel ist ein Animal. Die Infos findest du anbei. Hallo. Ding. Warte mal, das ist doch der Boxring hier, oder? Ach,
Was? Wer ist hier wo sicher? War hier nicht der Boxkampf mit der... Oder täusche ich mich jetzt? Hm. Kann mich natürlich auch täuschen. BD, BD. BD, BD, FF. Was? Nur 800? Habe ich, aber... Nö, warum? Hab Eierstöcke! Etchi Betchi. Also mehr als seine zwei lächerlichen Eier. Hier bist du sicher. Vertrau mir. So, was haben wir denn hier? Aha, 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 aha. Geht nur nicht auf. Daher gehen wir den anderen Weg. Warum ist hier draußen ein Waffenhändler? Ach, den haben wir noch angeklickt. Och Mann. Den Waffenhändler haben wir ja noch angeklickt. Okay, hier sind zwei Quests drin. Ach Mann. Hier ist einmal der Boxkampf drin gewesen. Und einmal der Typ jetzt hier. Damit hat sich dieser Boxfight, glaube ich, erledigt, ne? Zeig dich, wenn du die Eier dazu hast. Ich glaube, da hätte ich nur ihn killen müssen. Oder es kommt nochmal. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Glaube ich aber nicht, weil ich habe sie alle... Oh, ist immer noch da. Hm. Wie kann das sein? Zeig dich, wenn du die Eier dazu hast. Entschuldigung, aber... Wie, da kommt noch einer? Ich dachte, das... Hä? Wo kommen die denn jetzt her? Nein, jetzt nicht mehr. Okay, dann müssen wir kurz mal laden. So, wir wollen ja unbedingt den Boxkampf noch machen. Na? Also, zumindest ich würde ihn gerne noch machen wollen. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier... Unbemerkt. Weil das ist der Typ, den wir umnieten sollen. Weiß halt nicht, ob ein Kurzschluss reicht. Komm schon, ich verspreche auch, dass ich dich nicht kalt mache. So. Damit ist er nämlich down. Jetzt ist es so, dass wir genau gucken müssen, wen wir umbringen, weil meiner Meinung nach rennt der hier auch Madame rum? Hey, keine Angst, Häschen. Mit der wir... Was war das? Pigma.
Denn wir sollen den ja auch noch raustragen. Das kommt ja auch noch mal dazu, ne? Wir wollen halt hier noch den Boxkampf machen. Also müssten wir hier leise, still und heimlich raus. Ohne dass wir... Also ohne dass uns jemand wirklich mitbekommt. Auch schlecht. Okay, wie kommt man hier rein? Ah, guck mal, da ist eine Tür. Perfekt, dann können wir nämlich hier raustragen. Dann, ach, wir haben immer noch die Dings markiert, ne? Ja, da mussten wir laden, da denn, weil wir wollen ja noch... So. Ah, hier steht noch eine Wache. Dubai, Sand im Tod, okay. Mach dir mal keine Sorge, ich... will niemanden weiter kalt machen. Ich will einfach nur raus jetzt hier. Road Race. Okay, das ist es mit dem Pferd, ne? Gab es noch ein anderes? Weiß ich jetzt nicht. So, wenn wir ihn jetzt hier reinlegen, können wir dann immer noch mit den Animals quackeln. Jawohl, wir können immer noch hier mit dem Champion quackeln. Das machen wir aber erst, wenn wir Level 49 sind, weil vorher kommen wir einfach... Das schaffen wir sonst nicht. Also vorher schaffen wir es leider nicht, würde ich behaupten. So. Hab gehört, dass Logan Garcia schon auf dem Weg zu mir ist. Perfektamente, wie. Bitte, bitte. Gute Arbeit. Na klar. So, dann die nächste Quest, die wir machen, ist hier. Also können wir nach hier springen, unser Auto hinholen und dann gucken wir mal. Das sollte ja relativ schnell gehen. Das sind ja meistens so, eliminiere XY, hole Z, weiß ich nicht was. Ne? Daher gucken wir mal, wie schnell wir hier da vorankommen hier. Auto. So, einsteigen und dann schauen wir mal. Abkürzung über die Autobahn. Das ist weiter weg, als es auf der Karte aussieht, finde ich. Den NCPD-Einsatz nehmen wir natürlich mit. Also. Natürlich nehmen wir den mit. Selbstverständlich. Was?
Oh, guck mal, der hat was Großes. Ach ja. Ich bin gar nicht schüchtern. War ich jetzt schüchtern? Wollte ja eigentlich die haben, aber... Ihr wolltet sie mir ja nicht geben. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ach du Heilige. Was habt ihr hier gemacht? Habt ihr hier... Ihr habt hier aber nicht, Leute zitiert, oder? Das wäre ein bisschen... manchmal nicht. Boah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Dup. Ich hatte doch auch einen hier oben auf dem Dach gepillt, oder? Ne, warte mal so. Ups. So, wie sieht's denn jetzt hier drinnen eigentlich aus? So. Mit Gewalt! Gewalt! Krafti Bafti. Okay. Ja, nichts Außergewöhnliches, würde ich jetzt mal sagen, ne? So. Wo ist jetzt... Da. Danke. Wo haben wir hier? Nehmen wir mal die. Ich war's nicht. Das waren alles die Bösen. Das Auto muss aber auch hochgehen, oder? Tadam, tadam. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt die Welt von ganz allein. Da vorne ist, glaube ich, die Brücke. Hey, neuer Auftrag.
Dietrich hält an der Grenze einen Schmuggler namens Bruce Welby fest. Okay. Sein Freund will ihn zurück. Natürlich braucht er jemanden für die Drecksarbeit. Sorgt dafür, dass Bruce da heil rauskommt. Mach ich. Ach Mann, beweg dich nicht so viel, ich bin Sniper. Was? Wer und wo? Hä? Also irgendjemand scheint auf mich zu schießen immer mal wieder. Weiß noch nicht wer. Also ja, ich hätte wahrscheinlich auch leise reingehen können und alles wieder... Hier, guck mal. Umholen. Bing. Ich liebe die Waffe. Ehrlich, ich liebe die Waffe. Hallo? Hey, Linky Binky. Also Sniper, ich bin ne, also, da haben wir uns ja fast vertan, wa? Dem. Sniper und auf Tech gehen, das ist richtig. Das finde ich halt richtig, na, sag schon, nicht hart, sondern ja. Hallo? Was soll denn das? Na. Also, es ist auf jeden Fall ein krass. Muss man einfach so sagen. Hallo. Die Tarnung. Aussehen. Also, geil. Hallo? Guck mal, können wir? Oh, wir können so, wir könnten. Wo geht's hier rein? Egal, komm weiter. Guten Tag. Na? Habt da nicht kommen sehen, was euch da getroffen hat, wa? Das oben? So. Zerlegen war. Irgendwas können wir hier unten hacken. Irgendwas soll hier sein. Ach da. Ach hier. Was ist das?
Was ist denn das hier? Meins? Nicht meins? Meins? Das geht noch weit. Schade. Da bin ich auch verpasst. Naja. La. Hey. Du machst es nur noch schlimmer für dich. Komm einfach. Wie, hier rennt immer noch einer rum? Wo denn? Komm schon raus, ich tu dir nichts. Aha. Weil du da hinten irgendwo am A der Welt bist, ja? Komm einfach raus. Ich muss hier irgendwas pingen, ey, sonst krieg ich hier gleich den Krise. Wo ist der? Okay. Aber erstmal hacken wir natürlich wieder. Ist alles doof. Auch das ist doof. Mann, was mache ich denn jetzt? Es geht auch nur das. Dum. Komm ja schon. Ich tu dir nichts. Danke. Ach, hier ist ja offen. So, und das war jetzt so. Lalalala. Was? Irgendwie ein Problem. Bist du Bruce? Ist das ein Test? Ihr wisst doch... Warte. Du bist nicht von Militech. Ach! Archie bezahlt mich nicht für Smalltalk, sondern damit ich dich raushole. Warte, Archie Crane schickt dich? Genau der. Kann's kaum erwarten, dich zu sehen. Also los. Archie hat gut gewählt. Du hast lange genug gesessen. Bewegung wird dir gut tun. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Da haben wir doch hier ein Militech Auto. Wo ist jetzt der Treffpunkt? Da. Warten wir mal. So. Brucey Baby, dachte schon, wir kriegen dich nie aus dem Loch raus. Archie, du widerliches Arsch. Was? Ohne Leute wie dich gibt's dieses Lager gar nicht. Hab dich am Steuer gesehen. Wie viel bezahlen die dir? Genug, dass ich dich da rausholen konnte. Du kannst dich nachher bedanken. Wir sollten los, und zwar sofort. Oh, und wie? Wenn du jemals aus Night City weg willst, sei an der Grenze vorsichtig. Unfälle sind da meistens tödlich. Ah ja. Wie? Dann lassen wir sie wegfahren. Und dann machen wir hier Feierabend. Ich bin... Was? Also ja, stimmt. Erstmal Dakota. Unnötiges Blut vergießen. Was? Hast du das vergessen?
Ja. Der Job ist erledigt, okay. Bruce ist gerettet. Aber du hättest das besser lösen können. Bis dann. Ey, was willst du? Mann, Mann, Mann. Na gut, egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage deshalb trotzdem an dieser Stelle jetzt Schüttelü.